Willkommen zu einer Runde League of Legends 3 und 3 mit Diana. Ja, Diana hatte ich noch nie gezeigt. Werde ich jetzt mal zeigen, weil, ja, es ist mal was anderes. Mal gucken, wie es so funktioniert. Und ich würde sagen, die haben ein ganz schön starkes Team. Mundo, Pantheon und Katarina sind schon relativ nervige Champs. Mal gucken, wie sie abgehen. Sehen wir ja gleich. Bei uns halt Shen, OP-Champ, Twitch, nicht so meins. Die haben doppelt erschöpfen mit. Mal gucken, wie es gleich läuft. Mal gucken, was geht. Also eigentlich im Moment, oh, Hyping, sehr schön, schade. Schön bei 300 bleiben, da kann er bleiben. Da ist es okay. Also es ist gerade, wen es interessiert, 10 Uhr, ne, 10 nach 12, freitags, 22. Mal gucken, wann es abgeloadet wird. Ich schätze mal Montag oder Dienstag. Irgendwie so. Hab ein paar Gameplays jetzt gespielt, die letzten sind waren, keine Ahnung, wann hab ich angefangen. Habe ich ein paar Runden MW2 gespielt, ein 80 zu 12 gemacht. 60 zu 12 oder so. 80 zu 12 mit Barrette. War richtig geile Runde. Aber das müsst ihr, glaube ich, schon gesehen haben, wenn dieses Video hochkommt, weil das werde ich am Wochenende noch hochgeladen haben. Das heißt, wenn ihr das Montag, Dienstag seht, oder Sonntag, ist diese Dingsfolge schon oben. Von daher, ja. Ich weiß gar nicht, was die so ewig zum Laden brauchen. Da, was ist denn da schon wieder los? Bin ich so ein Rechner, den man wieder finden konnte, oder was? Ja, der letzte Mal, der hat irgendwie pro Sekunde oder alle 5 Sekunden 1%, das war geil. Ja. Endlich geht's los. So, Entschuldigung. Warte mal, ich kann gerade irgendwie. Muss mal kurz Aufnahme ausmachen. So, da sind wir auch schon wieder. Ich hatte gerade irgendwie einen Laufbug. Muss man eben noch schnell einkaufen und runtergehen. Ich konnte gerade meine Maus nicht höher als so ziehen. Kennt ihr bestimmt, passiert manchmal, wenn man öfters auf den Desktop geht, dass man einfach die Maus nicht bewegen kann. Hatte ich gerade. Na, gestern hatte ich eine Casatopia gespielt, die alte Schlampe. Die ist richtig gemein, da verliert man nur. Auserwählte des Mondes. Jetzt aber First Blood, ein bisschen aufpassen, Pantheon. Und viele Leute haben auch drunter geschrieben, ihr du machst das falsch, du bist voll in Nu, blablabla, weißt du, da interessiert mich ein Feuchten. Ich spiele auch Spaß und nicht irgendwie, um hier was zu reißen, so wirklich. Beziehungsweise klar, um was zu reißen, aber nicht so dieses Pro-Gamer, mir reicht's, wenn ich gewinne. Ich muss nicht mehr erreichen. Deswegen weiß ich gar nicht, was ihr oder was manche Leute da drunter schreiben, was hier also so abgehen. Das interessiert mich nämlich gar nicht eigentlich. Hauptsache ich gewinne. Ja, wenn er die noch länger dauert, dann trinke ich noch einen Schluck. Okay, dauert doch nicht länger. Shen, komm, muss das jetzt sein? Das muss sein, ne? Schön, ja, machst du toll. Direkt, ey, so noobig. Noobig. Den haben wir auch noch, aber trotzdem so noobig. Das ist noobig. Das ist einfach lame. Ich bin tank, ich kann tanken. Krieg nichts auf Kette, ey. Aua. Mundo Schlampenhieb, den er immer macht. Das hab ich schon nochmal. Ne, doch nicht. Katharina habe ich immer Angst, weil die Ultra Schaden nachher macht mit dem Ulti. Ich wurde schön gehittet durch nur Bauken. Brauchen wir ein paar Last Hits. Ich spreche nur die Wahrheit. Scheiß Axt. Ah, habe ich ihn gelastet? Ich habe ihn getroffen. Nice. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Meine Augen sind Spuckt ihn ja die ganze Zeit an. Gucken wir mal, ob wir einen Pantheon kriegen.
Er ist natürlich direkt weggegangen, weil die angesagt haben. Frechheit. Ich werde kann ja auch nicht sein. Haben wir uns mal die beiden Last. Oh, beide bekommen. Sehr, sehr bitter. Heißt die Nacht willkommen. Twitch hat magischer Sicht gekauft. Hehehe. Auch der Mond. Auch der Mond braucht mal Pause. Alle Schnepfen. Bah. Leugnet mich nicht länger. Ein Verbündeter wurde getötet. Nice, Bro. Irgendwie kann der Shen nicht viel, beziehungsweise eigentlich gar nichts, kommt mir dazu vor. Lässt sich von Pantheon irgendwie auseinandernehmen. Pantheon ist zwar stark. Folgt keinem falschen Licht. Naja, dann wechseln wir doch mal Lane. Ist ja sehr hoch, na geht. Ah, ich gehe mal von hinten, dann kann ich ihn direkt treten. Sie konnten oh, wie sie haben die jetzt schon gewardet? Das wäre ja frech. Jetzt schon die Wards am Start. Auserwählte des Mondes. Ja, SS1 juckt mich ein Feuchten. Ich bin immer noch Diana. Der blitzige Blitzblitz gedönt, was immer durch die Büsche jumpt. Und naja, soll die mal Schnauze halten. Aber bei mir ist auch SS mir gerade aufgefallen. Wie ich gerade schön jeden Last Hit abschaue, obwohl ich es gar nicht drauf anlege und einfach nur im Spiel. Na, mein kleiner Freund, habe ich dich mal eben schnell noch überholt? So, gucken wir, ob er jetzt hier noch einen Speer reinwirft. Macht er bestimmt nicht, ne? Hat er Schiss, sagen wir doch. Ja, ich kaufe auf Ablinkzeit. Ganz einfach aus dem Grund, Diana mit Ablinkzeitverringerung auf 40% oder so rockt übelst. Man kann die ganze Zeit hintereinander seinen Q und R spammen, also wirklich dauerhaft eigentlich. Und dadurch hat man halt immer ein sehr gutes Hin- und Hergespringen. Das heißt, man springt rein, man springt raus, man springt rein, man springt raus, man springt nochmal rein und vielleicht springt man auch nochmal raus, ne? Ist immer sehr, sehr vorteilhaft. Gegen Pantheon werde ich gleich ein bisschen Rüstung kaufen noch oder so, dann passt das schon. Katharina muss man nachher aufpassen, aber die spielt, ja, bis jetzt hat sie noch nichts angesagt, spielt bestimmt AP und dann ist sie relativ fies und, ja komm, spring mich an. Ich warte eigentlich nur darauf, dass er mich anspringt. Dann kann ich nämlich vorher noch eben schnell meinen Schutzschild reinballern und dann bekommt er direkt erstmal 28 mal 3, also 80 Schaden reingeballert. Das ist schon eine richtig geile Sache, wenn man das so macht. Im Pantheon. Ich kann blinken, wie ich will, denn die sind völlig scheißegal, als sie jetzt. Ja doch nicht. Hey, der läuft hier rum. Nice. Bro, ich dachte, du wärst weg. Meine Augen sind offen. Dann werde ich mal so tun, als würde ich runtergehen. Werde mir kurz die schnappen. Einfach aus dem Grund, dass ich mein Ulti habe. Ich hoffe mal, dass er versucht, jetzt mich zu schnappen. Sehr, sehr schön. Ja, schade. Ist hier nicht. Hätte ich jetzt schön gefunden, wenn er jetzt hier gewesen wäre. Ja, er hat sein Ulti jetzt natürlich, ne? Da ist er natürlich jetzt spitz wie Oscars Lumpi drauf. Und unten ist SS Double. Ah, da werde ich mal ein bisschen aufpassen. Ich muss jetzt nicht unbedingt direkt auf den Piss kriegen. Ein bisschen Level-Bonus holen. Ja, da kann man ansagen, wie man möchte, das ist wieder scheißegal. Da wird einfach wieder reingeholzt. Zum bitteren Verderben. Da kann man ja gar nicht durchblicken, ist mir gerade mal aufgefallen. So, wo sind sie? Da sind sie. Ja, Katharina. Smith. Wo sind sie jetzt hingelaufen? Ich habe jetzt auch keinen Bock, hier Gang zu werden. Ich laufe mal hier wieder im Busch rein. Da ist...
Scheiße, Mann, direkt verpisst. Hedget. Die Dämmerung naht. Mal ein bisschen locken. Unten auf Lane kann ich jetzt gerade wenig tun, fällt mir gerade mal auf. Meiner. Bevor er mir alle wegstaubt, schnappen wir uns noch einen. Jetzt soll ich mal kurz Becky mir im Stiefel schnappen. Ah, beziehungsweise Stiefel habe ich schon, kann ich direkt schon. 800, da, okay, kann ich nicht. Ich kann nur eins kaufen. Kauf mal das mal und dann gehen wir wieder auf Lane, damit der Pantheon jetzt hier nicht vorlevelt. So übertrieben krass. Da hab ich nicht keinen Bock drauf. Das Problem am Pantheon ist immer nur, wenn er natürlich dann genau in dem Moment blockt und deine Ulti blockt oder so, dann ist wieder scheiße. Das sagt schon ein bisschen, aber. Ja, genau, ich mache jetzt Drake. Ist seine Bartmul. Bist du behindert oder so? Leidest du? Level 6, du Fischaalauge. Level 6? Ich kann nicht umkehren. Ja, du willst bestimmt Dings anmachen, ne? Ah, nice, Bros. Erstmal schön auf Level 6 schon. Als wenn die mich abstaubst, Kollege Schmalz. Ja, und jetzt hängen wir hier an Power mit Low Life. Meine Augen sind offen. Haben wir gerade einen verloren? Ne, wir haben alle behalten. Nice. Pushen sie die Tauasch. Da ist die kleine Katharina. Die kleine siebte Kratzschirin. Auch der Mond. Ah. Ist hier einer drin? Oder was machst du hier? Ist ein Kuschelrock oder was? Keinem falschen Licht. Pantheon hat Angst vor mir und hat gechanged oder was? Ich gerade fast jeden Last. Sie konnten mich nicht brechen. So ein bisschen dämlich, was du gemacht hast. Da rein zu jumpen. Scheiße. Ich wollte gerade nochmal doppelt reinhauen, aber ging nicht. Ja, es war ein bisschen fail von uns beiden, aber. Kann man nichts dran machen. Was haben die denn schon gespielt? Alter. Pantheon hat ja übelst Feeds abbekommen. Dann nur wieder halb so schön auszugleichen. Die Dämmerung naht. Wir hatten die ganzen bei uns abgekriegt. Twitch und Shen ist auch scheiße. Was will Shen damit? Das spielt. Ich schätze mal Tanky. Was will er dann? Die ganzen nur so Fuzzers Gedöns-Dingern. Bam, bam, bam. SS online. Kein
Das ist das Gute, wenn man alleine oder beziehungsweise eine eigene Wohnung hat. Man kann auch nachts einfach Aufnahmen machen. Das juckt einfach keinen. Klar, man muss ein bisschen leiser sein, damit die nicht unbedingt die Nachbarn oder die Nebenmieter, also genau neben mir ist glaube ich auch ein Schlafzimmer von wem anders, dass man nicht zu laut ist, aber so ein bisschen, also wen juckt? Ernsthaft, wen juckt? Schade, meine Freunde. Oh, mein kleiner Pantheon kommt. Ich den nicht mal mehr, oder was? Ich soll mich jetzt mal eben verpissen. Auch der Mond geht. Tschüss. Schade, dass der schön weggekommen ist. Ach, der Mund, und der hat ja auch nicht mehr viel. Keine Kills, ich bekomme die ganze Zeit Backups. Das ist so behindert. Heißt die Nacht willkommen. Ne, ich schreib mal nichts. Nicht, dass wir nachher wieder rumholen. Ich muss Tank sein, ich brauche auch Backups, ich bin Unterstützer, das ist normal. Ja, ganz wirklich, Leute. Die so denken. Die Sonne zum Untergehen. Eine magische Sicht gekauft. Ja, es ist zwei, wenn New Drake machen. Obwohl, die haben eigentlich nicht so. Das steht bei denen nicht so gut für Drake eigentlich. Sitzt da im Busch. Ich werde gehört werden. Wo sind die jetzt so schnell hingekommen? Ich spreche nur die Wahrheit. Schnell hier ransaugen. Zack, dann machen wir so. Ah, genau, als wenn du wegkommst. Als wenn du wegkommst. Sie wollten nicht. Ein Gegner dominiert. Aha. Das wäre nice, wenn die Gegner schon gegangen wären. Ah, sind die nicht. Auch der Mond. Ja, komm, laufen wir in die Base. So, kaufen wir doch mal direkt was. Was kaufen wir denn mal? Was sagt denn die Cutter? Cutter sagt 3-4, 0-4, 6-1. Das heißt, gegen Cutter müssen wir schon mal nicht kaufen. Beziehungsweise erstmal nicht. Fickenstärke. Kaufen wir doch direkt gleich mal ein Stundenglas. Hat zwei Vorteile, aber Diana. Und zwar in der Zeit, wo ich auf meine Ablenkzeit von R und Q warte, kann ich mich reinsafen so ein bisschen und dann das ist auf jeden Fall Vorteil. Was macht ihr denn? Ja, genau. Genau. Ja, ja, genau, gar nicht dumm. Ich bin Tanky, ich kann das. Fettler, hässlicher Bastard. Ja, jetzt bin ich auch noch down. Meinst du, ich sehe dich da nicht? Jetzt habe ich Angst. Ja, danke, du Schnepfe. Mal eben die Vasalen ein bisschen geschnetzelt. Du altes, hässliches Bratpfannenkind. Darmbackmutter, ey. Er kriegt ganz schön viel Schaden von mir. Hat er nichts gekauft? Doch, hat er eigentlich schon, aber. Freue mich jetzt herum. Oh, hat mein Schild abgeblockt. Ja, schmeiß nochmal. Oh, treffen deine Shaking Schild-Trill-Shots nicht. Oh, ist das bitter?
war so klar, dass ich in eine scheiß Gangfalle komme. Den nehme ich noch mit. Ja, geht. 1 gegen 2 ist nice. Passt schon. Kann man nicht mehr kann. Jetzt können sie natürlich eine Lane pushen ein bisschen, aber naja, hat auch nicht so viel Sinn. Drake, dann haben sie Drake gemacht. Drake haben sie sogar noch, oder was? Ursprung Smoking DS. Pisst euch mal von meiner Lane. Ihr wundert euch, warum mir so. Okay. Vielleicht bin ich gut vorgelevelt. Hätte ich mal 2-3 mehr Feeds abbekommen, wäre das auch kein Problem, ey. Ohne Feeds kein Spaß. Ist einfach so. Meine Augen sind offen. Ja, genau. Schnäpfig, ich kann alles. Ich werde gehört werden. Aha. Ich weiß, wie man mit der Geier. Der kommt doch jetzt von hier runter, der Kollege Schmal. Channel mal ein bisschen Possible Blatch. Kann ich mal da nochmal so reinschießen. Und schade. Ja, los, Blink. Auserwählte des Mondes. Und alle drei und. Welchen Beschützer? Den oder den? Testen wir da einfach mal, aber nimm noch den Vasalen mit. In dem ist er nicht. Zack. 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 Meißen wir mal da durch. Da ist er auch nicht drin. Ach, es ist. Oh, hab ich ganz vergessen anzusagen. Na, ich geh mal weg. So typisch, jetzt kriegen die wieder auf den Sack. Beide, beide. Die Dämlichkeit kann nicht sein. Reg mich jetzt schon wieder auf, ey. Das ist so gut angefangen. Aber nur weil die es nicht auf die Kette kriegen. Ach, fail, Alter. Ich fail nur noch mit meinen scheiß Blink. Die Dämmerung naht. Na, die Schnäppe haben wir uns noch geknatscht. Mundo ist im Jungle, der wird bestimmt gleich von vorne kommen, deswegen gehe ich mal lieber wieder zurück. Na, da ist er schon. Diese Angst vor mir haben. Diese richtig Schiss vor mir haben. Ja, ich mach den Ward doch kaputt. Freunde der Sonne. Ja, tag doch. Ah, ich wollte schon sagen, ich wollte ihn jetzt wieder geil. Nice. Warum? Why? Ich raff nicht warum, aber. Naja, man muss auch nicht alles verstehen. So, jetzt werden wir nochmal ein bisschen da kaufen, damit wir auch ein bisschen gegen alles gerüstet sind. Am Ende noch einen dicken Stab und dann passt das doch schon so einigermaßen. Ich habe gut vorweg gelevelt. Das ist auf jeden Fall vorteilhaft gewesen, dass ich weggelevelt bin ein bisschen. Können die mir nämlich nicht mehr so dick auf den Piss gehen? Ja, Loxy. Loxy. Nein, zeig dich doch nicht so tief.
lass ich lieber. Das hat keinen Sinn, wenn ich die jetzt attacke. Beziehungsweise ich hätte sie eh nicht gekriegt, aber wir könnten mal gucken. Da leben alle drei wieder. Dass man gleich mal einen Tower pusht. Auf jeden Fall gleich mal einen Sinn. Da kam eine Axt. Komm mal hier hin. Schade. Ein bisschen zu kurz angepeilt. Auch der Mond. Euer Team hat einen Turm. Ja, los, drauf da. Los. Los. Hat Jenny überhaupt was gemacht, außer den Kill gestealt? Ich raff das manchmal nicht, warum Tanks sich die ganzen Kills stehlen. Den Sinn dahinter steckt kein Schwanz, niemand. Den Tower verloren wegen nichts, wegen lächerlicher Kleinigkeiten, ey. Ja, da komme ich so schnell nicht mehr hin. Auserwählte des Mondes. Naja, mein Englisch ist nicht das Beste, seht ihr bestimmt, aber ich glaube, er versteht es trotzdem einigermaßen. Vor keinem falschen Licht. Jetzt ein bisschen Schiss, Schissel immer ein bisschen. Genau deswegen. Ach genau, ja okay, dann pushen wir halt weiter. Wen juckt's? Meine Augen. Jetzt ohne Vasallen sollten wir weggehen. Würde ich schon mal sagen. Ich blink mich mal durch die Wand. Hallo. Ja, das mache ich noch. Das mache ich noch. Heute. Keinem falschen Licht. Ach, falsche Richtung. Nein! Fail. My Lord. Ich bin sofort schon Level 18, Alter. Natürlich fail ich. Das war bitter. Das war schlecht. Bitter, tut mir leid. Das war echt mies. Das hätte nicht sein müssen. Die machen Drake jetzt Twitch nicht allein. Die haben schon Drake. Ganz einfach aus dem Grunde, das ist ein Fail.
Das Ulti von Twitch ist echt ultra nice. Wie oft ist denn das an? Wie lang? Ihr sollt pushen, Alter. Da lebt doch nur noch einer, Kollege Schmalfuß. Ihr seid zu zweit. Volles Leben. Ein halber Tower. Den Tower könnt ihr nebenbei. Macht da der Tower Diving bis zum Geht nicht mehr. Ja, ist doch nice. Den Tower noch wegmachen. Siehst du, so macht man das Twitch. So spielt man really nice. Zack, Level 18. Schön davon gelevelt, würde ich mal behaupten. Ich kann nicht umkehren. Das packen wir mal auf 1. Das ist die Starsamen. So, also mal die Creeps. Nein, ach Gott, was mache ich denn jetzt schon wieder? Hallo? Ding, 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 ding. Sie konnten mich nicht brechen. So, den Schnapper habe ich mir jetzt weg, wenn er hier reinlaufen möchte. Will er nicht. Spielen ein bisschen dämlich, weil sie ohne Teamfight spielen. So. Sehe ich das gerade. Auserwählte des Mondes. Jetzt sag mir nicht, ich habe schon wieder die Arschkarte, dass der andere Schwanzlutscher hier rumsteht. Was willst du, Kollege? Ich mach die auch allein noch, jetzt noch alle. Heißt die Nacht willkommen. Ja, das geht natürlich schön rein. Sie wollten nicht zuhören. Boah, der Tower fällt. Der Twitch ist auf jeden Fall eine krasse Sorte jetzt schon, also finde ich. Geht steil. Und ich schätze mal, das war's, wenn wir jetzt halt, ja, wir pushen durch. Das war's, nice. Beziehungsweise... GG. Was macht ihr denn? Haut da drauf. Ja, GG. Also das war's von mir. War nicht das schönste Spiel. Aber, naja. Mal wieder League of Legends. Hoffe, es hat euch gefallen. Dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Jupp, ciao.